Der Hamburger Hafen geht innovative Wege und testet autonome Oberflächenfahrzeuge für mehr Sicherheit und Effizienz im Hafen. Wir wollen einfach nicht nur in der Theorie leben, wir wollen es hier praktisch ausprobieren. Hier ist eine neue Story von Wir machen Hafen. Wir sind im Barkenhafen in der Hafen City. Hier unternimmt die Hamburg Port Authority zusammen mit verschiedenen Projektpartnern einen Ausflug in die Zukunft. Der Hamburger Hafen setzt einen weiteren technologischen Meilenstein mit dem Einsatz autonomer Oberflächenfahrzeuge. Getestet wird der Einsatz von autonom fahrenden Drohnen. Sie sollen künftig den Hamburger Hafen vermessen. Während der Fahrt peilen sie zum Beispiel per Echolot die Wassertiefen, erkunden die Beschaffenheit des Grundes oder spüren versunkene Gegenstände auf. Das autonome Fahren an sich, das wollen wir sicher machen, weil wenn man autonome oder ferngesteuerte Fahrzeuge einsetzt, ist das Allerwichtigste. Sie dürfen keine Unfälle bauen und deshalb legen wir extremen Wert drauf, Systeme zu testen, Algorithmen zu diskutieren, um dann autonome Fahrzeuge jeder Art auf dem Wasser bewegen zu können. Ziel beim Einsatz dieser innovativen Technologie ist die Steigerung der Effizienz. Die autonomen Drohnen arbeiten effektiver als die bisherigen Peilboote der HPA. Dabei bringt der Hafen ganz besondere Herausforderungen mit sich. Die Besonderheit ist natürlich die hohe Frequenz der Schiffe. Ne? Ich sag mal, offshore laufen diese Schiffe, das haben wir gehört. Da ist es auch relativ einfach, weil nicht diese hohe Anzahl an Schiffen da ist. Aber hier im Hamburger Hafen, das ist echt die große Herausforderung. Der Hamburger Hafen ist ein ideales Testgebiet für solche Hightech-Systeme. Anders als auf den offenen Meeren, wo solche autonomen Fahrzeuge bereits eingesetzt werden, sind im Hafen insbesondere die vielen verschiedenen Schiffe die Herausforderung. Ich persönlich denke, dass wir mit der Technologie schon sehr weit vorne sind. Wir müssen jetzt nur rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, die es eben auch ermöglichen, solche autonomen Systeme im Hafen einzusetzen. Für die HPA steht bei aller Technologie die sichere Nutzung im Vordergrund. Der Echtbetrieb ist in 2 bis 5 Jahren denkbar. Wir sehen es dadurch, dass Antwerpen kommt, Bremen kommt, andere Häfen, über 120 Teilnehmer. Das sind die Dinge, die die Welt interessieren, weil alle glauben an diese Zukunft. Und wir wollen ja die Plattform für Innovationen auch weiter betreiben. Autonome Drohnen im Hamburger Hafen. Ein weiterer technologischer Meilenstein. Da dabei zu sein, das mitzugestalten und Impulse zu setzen in die Weiterentwicklung, ist total toll. Wir machen Hafen.